bereit. Bereit, wenn du es bist. Danke. Den haben wir schon mal gebracht von der Kamera. Ja, ich glaube auch. Puh. Okay. Warte, ich muss erst meine Gesichtskontur. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine, denn das hier ist die Stella. Hallo. Und wir machen heute ein ganz besonderes Video und die Stella hat noch gar keine Ahnung, was wir machen. Und sie hat auch ein bisschen Angst. Ja, ein bisschen nur. Aber alles, was du machst, mache ich auch. Und zwar machen wir heute, ich zauber was aus meiner Hosentasche. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, wahrscheinlich gar nicht. Wir machen heute die Miracle Berry Taste Test Challenge. Was ist das? Schon mal von gehört? Nein. Das hier ist eine Tablette, eine Pille, die wir gleich einnehmen werden. Und zwar ist das gemacht aus der Wunderbeere und die gibt es tatsächlich. Und die Wunderbeere sorgt dafür, dass sich die Geschmacksknospen auf der Zunge irgendwie anders verhalten. Dass alles, was sauer ist, dann süß schmeckt. Was? Ja, ohne Scheiß. Und ja, ich habe das bei eBay bestellt, weil in Deutschland gibt es das nicht. Und das war auch sehr lustig, in der eBay-Beschreibung stand auch drin, ist nicht zum Verzehr geeignet, sondern nur für Forschungszwecke. Deswegen, ich rate niemandem, das jetzt nachzumachen, weil wir machen das jetzt aus Forschungszwecken. Ich habe da schon einige Videos drüber gesehen. Gesehen habe ich das zum ersten Mal bei Amazing Phil. Er hat das mit Tyler Oakley gemacht. Und ich kann das einfach nicht glauben, dass das funktioniert. Und deswegen möchte ich es selber ausprobieren. Toll, ich bin ja fest auf das, ja. Ja, ich mache ja mit. Ja, und was sagst du dazu? Gruselig. Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Also ich finde, wenn es funktioniert, finde ich es super krass und lustig irgendwie. Ja, guck mal, wenn du dann irgendwas einfach nicht essen magst, wie Spinat oder so, dann nimmst du so eine... Ja, Spinat ist ja ein Sau. Ich weiß nicht, ob sich da so verändern wird. Also wir werden das jetzt testen und ihr seid live mit dabei, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt hole ich erstmal die Lebensmittel. Vor uns diverse Dinge an der Zahl und ich bin sehr gespannt. Also einige davon würde ich mich normalerweise nicht trauen in den Mund. Das heißt nicht trauen, aber ich würde es einfach nicht in den Mund nehmen. Stella hat sich dafür entschieden, was ich sehr schön finde, für Stella, ja, das mit verbundenen Augen zu machen. Und ich mache das nicht, weil ich finde das, ich mag das nicht, wenn ich verbundene Augen habe. Schade, ich würde ja einfach 10-mal die Zitronen. Danke, danke. Wobei, wenn sie wirklich gut schmeckt danach, wer weiß. So, wir haben das jetzt ausgepackt, so sieht das aus. Und jetzt müssen wir erstmal diese Tablette oder die Pille, oh, sie ist pink, lutschen. Ja. Und die wirkt dann direkt? Ja, bis sie aufgelöst ist. Also du lutschst sie im Mund, du musst sie überall so verteilen, auf der ganzen Zunge. Und dann geht's los. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Hast du dein Handy irgendwo, falls wir Notarzt rufen müssen? Ich habe doch ein Festnetztelefon. Stimmt. Ich bin gespannt. Okay. So, los. Okay. Die ist sauer. Ja, säuerlich. Aber irgendwie auch so mehlig. Mhm. Überall verteilen. Ja, ist ja gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Die schmeckt eklig. Ich glaube, wir werden gleich kotzen. Die ist echt eklig. So. Schmeckt nicht gut. So, die Tablette ist weg und wir sind gespannt. Stella kriegt jetzt die Augen verbunden. Nee. Du hast aber auch schon deine Hose. Du bist so hübsch jetzt. Das glaube ich. Okay. Also, wir fangen mit der ersten Sache an. Ich habe ein bisschen Angst. Aber du musst zuerst essen. Nein, wir essen gleichzeitig. Wie soll das gehen, wenn du es mir im Mund steckst? Ich steck's auch gleichzeitig rein. Okay. Ja, aber dann verrät es dir ja vielleicht schon was. Naja, okay. Also ich mach's zuerst. Ich muss dir ja irgendwie zeigen, was es ist, ne? Warte. Mir? Nein, der Menge. Ach so, ja. Also, ist es das? Oh Gott, ich bin so gespannt, ob das... Okay. Ich bin voll nervös. Wenn du gleich aufstehst und ins Bad rückst, weißt du, weiß ich, dass ich es nicht probieren genau werde. Ich muss einfach aufhören zu lachen. Ich kann mir nicht... Okay. Mhm. Und? Mund auf.
Schmeckt wie frisch. Schmeckt total wie Frischkäse. Okay, es hat sich nichts verändert. Ist ein bisschen süßer. Findest du? Ja, aber ich will nicht. Okay. Okay, jetzt kommt entweder der ekelhafte Essig oder der leckere Ofen. Ah, hier klebt was fest. Also wenn es Essig ist, dann gib mir bitte nur einen ganz kleinen Schluck, weil wir sind schon beim Frischkäse nicht voll. Du bist voll, das voll. Okay, ich probiere zuerst. Das war so große Stocke, das ist verursacht. Überlegst du es? Okay, dann war es auch der Essig. Also ich muss mir die Nase zu machen, sonst rieche ich sehr schön. Ich kann das nicht sagen, aber auch zu lachen. Moment. Ich kann nicht. Ich nehm's einfach. Hör auf zu lachen. Es schmeckt anders als du denkst. Der Osa. Es schmeckt mega süß, findest du nicht auch? Ja, aber wenn es nicht mir vorher schmeckt, dann wird es mir vorher. Oh, das schmeckt aber übelst wie Zuckerwasser, also übertrieben süß. Trink das mal aus. Warum soll ich den austrinken? Ja, ich muss das Glas noch benutzen. Oh Mann, das ist Boah, ich find's richtig eklig. Ja, also so schmeckt der bestimmt schmeckt nicht. Schmeckt halt wie so ein Zuckerkonzentrat, das du im Urlaub in irgendwelchen anderen Ländern. Oh, mega ekelhaft. Also da scheint irgendwas passiert zu sein, weil sonst hätte das nicht so komisch geschmeckt. Okay. Oh Gott. Mal. Als nächstes. Ich will nicht. Da kommt die Zitrone. Warum habe ich dir die Augen verbunden? Ich weiß es nicht. Das kann, wenn du schon so rummachst, aus dem Riechen. Ja, das riecht aber alles hier momentan danach. Okay, dann entscheide ich mich jetzt nochmal um. Und nehme das hier. Mir wird gerade voll warm. Ob das eine Nebenwirkung der Pille ist? Das schmeckt krass. Krass, okay. Bist du bereit? Ja, du musst den Mund aufmachen. Ja. Und zuweisen. Schmeckt wie Limonade. Es schmeckt voll süß, oder? Wie Limonade. Es schmeckt richtig süß. Also geil. Warte, dir ist auch. Ich kann das sonst gar nicht. Also ich kann überhaupt keine Zitrone essen. Normalerweise. Aber es schmeckt echt nicht nach Zitrone. Also irgendwie finde ich, man merkt vorne, dass es so ein bisschen sauer eigentlich ist. Mhm. Die Zunge reagiert, als wäre es sauer, aber es schmeckt total süß. Ich fühle mir das mal auf. Ja, Entschuldigung. Krass. Ich finde, es schmeckt wirklich wie, als würdest du Limonade selbst machen. Du schmeckst aber dann Zucker, hast du so einen Tonnen Zucker rein. Ja. Habe ich mal ausverkauft. Krass. Schmeckt den Zucker? Das ist ja geil. Krass, okay. Ich hätte dir vielleicht nicht vorher zeigen sollen, was ich aufgepackt habe, ne? Ja, das wäre vielleicht besser. Naja, egal. Aber ich hätte trotzdem erkannt, dass es eine Zitrone ist. Ja, es hätte auch eine Orange sein können. Nee. Schmeckt schon eindeutig wie Zitronenlimonade. Eigentlich ist nur was für deine Psyche, dass du nicht siehst, was es ist, aber du weißt es ja trotzdem inzwischen. Oh Gott, da mache ich nur ganz wenig rein. Ja, bitte. Ist noch ein bisschen O-Saft bei mir drin. Das schmeckt echt eklig. Hast du schon probiert? Nein, der O-Saft. Ach so. Oh Gott. Ich kann das gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Das ist wirklich mein Endgegner. Okay. Ja, dann können wir es auch gleichzeitig, weil du weißt jetzt eh schon, was es ist. Ja. Hier, dann kannst du dir auch eigentlich die Augenwände wegmachen. Ja, komm, ich mach sie dir weg. Es hat keinen Sinn, das mit der Schluss. Nee, viel zu. Okay. Die Zitrone war geil. Ich glaube, ich esse danach noch eine. Ja, bitte, bedien dich. Okay. Ein bisschen Essig. Prost. Boah! Es riecht schon so widerlich.
Also es schmeckt schon nach Essig, aber nicht so krass. Ja. Also ich rieche es in meiner Nase und aber es schmeckt noch hinten. Ja, hinten raus. Also es schmeckt irgendwie. Es kommt nach. Ja, vorne schmeckt man es nicht so krass, aber hinten schon. Aber jetzt so im Abgang ist es schon süß irgendwie. Was brennt mir gerade die Röhre runter? Jetzt kannst du ein bisschen schwindelig. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch hier. Tomate. Tomate. Ich mag keine Tomate. Ich mag keine Tomaten. Ich frage mich, ob das wirklich einen Unterschied schmeckt. Ich glaube nicht. Beim Frischkäse hat es ja auch keinen gemacht. Ja. Okay. Wohl bekommst. Möchte ich essen. Die ist mega süß. Ich finde, sie schmeckt ganz komisch. Und schmeckt mega süß. Ich finde, sie schmeckt total irgendwie so. Ich weiß nicht, so schal irgendwie. Ich finde es mega. Ich finde es nicht, dass sie süß schmeckt. Also echt, die schmeckt süß. Ja? Nee. Ich finde, die schmeckt richtig. Ich finde, die schmeckt irgendwie wie so eine Wurzel oder sowas. Aber ich mag auch so keine Tomate. Ja, dann liegt es wahrscheinlich da. Nee, das hat mir jetzt nicht geschmeckt. Okay. Dann haben wir noch die absolute saure. Oh, das ist jetzt schon sauer in meinem Mund. Das zieht es auch zusammen. Und zwar, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich nicht, Center Shocks. Also das ist so das Sauerste, was ich überhaupt kenne neben der Zitrone. Bin mal gespannt. Normalerweise kann ich das ohne den Mund zu verziehen nicht. Ich schon vorher den Mund verziehen, weil ich weiß, dass es sauer ist. Oh. Das macht einen ganz schön warm hier. Ja. Okay. Oh Gott, meinst du, wir kriegen es hin, um ernst zu bleiben? Ohne, also ich kann. Okay, aber es hat mich jetzt schon ein bisschen überzeugt mit der Zitrone. Okay, und los. Immer noch sauer. Aber nicht so krass. Schmeckt jetzt irgendwie mega süß. Oh ja, das mit dem Süß ist echt richtig süß. Ja. Aber jetzt geht's eigentlich wieder. Aber ich fand's nicht so sauer, so extrem sauer. Also, was sagst du zu deinem Test? Interessantes Ding auf jeden Fall. Ich glaube, bei so Partys oder so ist das auf jeden Fall schon cool. Also die Zitrone hat mich überzeugt. Die war geil. Und der Orangensaft fand ich mega eklig. Der war super, super süß. Der Frischkäse hat's gar nicht gebracht. Die Tomate auch nicht wirklich. Nee. Also ich fand die Tomate süßer geworden, aber du. Ich fand die Tomate eklig. Und der Essig? Also. Nee, der ist aber immer noch ekelhaft. Er war immer noch ekelhaft, aber ich glaube, wenn wir ihn ohne Pille genommen hätten, dann wäre es irgendwie nicht. Also wäre es nicht ertragbar gewesen. Du kannst ja noch in 2 Stunden nochmal versuchen. Nein, danke. Ja. Das war unser Miracle Berry Taste Test. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwas, was wir sonst noch essen können. Ja. Und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Danke sehr, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!